Was geht ab? Ey, Samra und Kapital, da gibt's ja jetzt auch so eine Story, ne? Kapital hat ja Samra ein bisschen so auf Sneaky gedisst. Samra hat geantwortet, dann hat Kapital einen Song gepostet, wo er über Samra und so redet. Und das gucken wir uns natürlich alles jetzt an. Wir gehen da natürlich rein, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, aktiviert die Glocke. Miche ist leider nicht da, weil der ist auf einer Hochzeit. Ich weiß nicht, ob er selber heiratet oder wer überhaupt heiratet. Aber ist nicht schlimm, wir gehen jetzt in das Video rein. Let's go! Jemand schreibt, Kapi hat dich nicht gedisst. Auch interessant. Wie versteht man denn eigentlich diese komische Line? Was hat er gesagt? Ich hab den nicht mal im Kopf. Er hat gesagt, ihr sagt, dass ich Samra zum Junkie gemacht habe, so nach dem Motto. Genau, Samra ist ein Junkie und die wollte es auf Kapi werfen. Genau. Also Samra. Also irgendwie, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Diss. Das ist auf jeden Fall ein Front, 100%, Digga, ne? Weil, Bruder, so redest du ja nicht im Positiven über jemanden, oder? War man Junkie in erster Linie. Zweitens, juckt mich das auch nicht. Ich brauch meinen Namen nicht immer in irgendwelchen Songliedern erwähnen, weil ich Hype habe und so. Entschuldigung, Michael Jackson. Bruder, ich glaube, bei Kapi läuft doch besser als bei Samra eigentlich, oder nicht? Und weil ich mich aus allen raushalte. Aber es kann natürlich, alles kann passieren, wenn bei Samra einmal Kurzschlussreaktion passiert. Deswegen macht euch immer gefasst auf die Zukunft. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch... Ja, okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr habt gesehen, ne? Die Antwort darauf war so, ne? Aber Kapi hat ein Video gepostet, wo er über Samra redet, ne? Und das gucken wir uns natürlich auch an. Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt davon gesehen. Ich habe mir das nicht ganz angeguckt, aber wir gucken das jetzt zusammen auf locker flockig ganz an. Man sieht ja auch direkt die Kommentare von Samra, Gringo, Osan, Yenoa. Alle kommentieren, Digga, und sehr positiv, ja? Lass ein Part frei, Habibi, okay? Das hört sich auf jeden Fall sehr korrekt an. Wir gehen mal rein. Zwei Zeiten, sie stehen unter Schock. Samra Kapi gehen auf eins, auch wenn Drake in der Woche kommt. Welchen jeden scheiß Rekord mit Arm. Joa, die hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Zeit zusammen, ne, was Zahlen angeht vor allem. Sage, wir hatten Kokain und kein Limit auf Bankkarte. Und plötzlich sind wir lebende Legenden. Trotzdem ausverboten, jeder Street für Präsidenten. Alle kamen Blasen von den Schwänzen, weil wir waren wie ein AMG Mercedes ohne Bremsen. Die zwei Besten aller Zeiten. Na, hallo. Nicht die zwei Besten aller Zeiten. Ich würde sagen, das beste Duo im Deutschrap ist Farid Bang und Kollega, 100%, ne? Farid Bang, Kollega, krasses Duo. Bushido, Shindy, auch immer krasses Duo. Kapi, Samra, auch auf deren Art auf jeden Fall ein krasses Duo. Da gibt's auch, was gibt's noch so für Duos, Digga? Schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Aber so... Ja, Kollege und Farid Bang sind die Beste, wisst ihr alle, oder? Und die ganzen Hater kamen von allen Seiten. Doch ich wusste, wir werden es allen zeigen. Denn keiner von den Schwänzen kam vorbei an diesen beiden. Fick die Hater und die Kritiker. Manager wurden Politiker. Alles wurde schwieriger. Und das Para wurde wichtiger. Denn die Villas wurden riesiger. Alles teurer und nicht billiger. So wie früher wird es nie wieder. Okay. Okay. Hier, die Beschreibung ist auch, egal was war, egal was ist, egal was sein wird, Samra, du bist und bleibst mein Bruder. Ja, krass. Ja, ich habe auch eine Story von Samra gesehen, was er darauf direkt geantwortet hat. Das gucken wir jetzt auch auf schnelle Welle mal an. Und zwar hat er das gepostet. Mit der Strophe hast du mich getroffen. Du bist auch mein Bruder. Ich werde nie vergessen. Ich war nie weg. Vergiss das nicht. Ach so, ja, so. Ja, also, was ist los aktuell? Ja, alle Duos tun sich wieder zusammen, Digga. Shindy, Bushido sind wieder zusammen. Kapital, Samra kommt wahrscheinlich jetzt auch wieder zusammen, ne? Und Farid, Kollega, die arbeiten jetzt auch wieder an JBG4 und so, Alter. Es geht gerade echt ab, ne? Ich bin sehr gespannt, was da noch alles passiert. Schreibt eure Meinung zu diesen ganzen Sachen auf jeden Fall in die Kommentare, Digga. Denkt ihr, Samra und Kapital können wieder so stark werden, wie die es damals waren?
oder ist deren Zeit abgelaufen? Dann hat Capital auf jeden Fall auch noch eine Story gemacht, ne, eine weitere Story, wo wir unter anderem auch zu sehen sind und das gucken wir uns auf jeden Fall an, aber wir müssen ein bisschen aufpassen wegen Copyright und so. Aber wir gehen rein. Capital steht vor der Villa von Bushido und zerstört ihr wisst, komplett. Was jetzt passiert. Ja, da sind sie doch, die guten Jungs von den Black Bros. Super Jungs. Auf diese Ja, alle haben darauf reagiert. Ne, das ist auch eine Sache, Digga, die hat ganz Deutschland mitbekommen. So. Da muss man drauf reagieren. So ein Ding ist das. Weißt du, warum ich zu dir Bastard sage? Du fängst deine Freundin nach 20 Jahren für Wasserflasche. Wegen Steuerschulden. Wegen. Warte, wer ist jetzt die Ratte? Bratte. Kapi hat gewonnen. Ja? Die Meinungen sind gespalten. Ne? Ich habe ja einen TikTok-Clip gepostet und auf YouTube auch so. Die Meinungen sind sehr gespalten. Manche sagen Kapi, manche sagen Bushido. Also ich weiß nicht. Und das auch nochmal ein Diss an Bushido hier. Echte Reactions, keine Agentur für schlechte Kommentare bezahlt, Bratan. Weil Capital sagt ja, Bushido hat Bots auf seinen YouTube-Kanal geschickt, damit die schlecht kommentieren und so, ne? Das ist so geil. Ich finde, das ist so einige Leute. Capi war die letzten Jahre, sind wir mal ehrlich, einer der größten Künstler. 100%, das ist ja Fakt. Junkie, ich sage, mir gefällt's so. Wer macht sich in die Hosen? Ist das Beste eigentlich, was er dazu sagen kann, ne? Also im Endeffekt, ey, guck mal, ja, ich habe Drogen genommen und so weiter, aber leider war es der Grund, oder nicht der Grund, aber ne, in der Zeit habe ich die erfolgreichste Musik. Oder das war zu hart, ja? Das war zu hart. Geil, 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 geil. Weil das Ding ist, ihr dürft nicht vergessen, nicht alle Kinder sind vom Bushido. Ja, diese Line, Digga, mit Dings. Ich hoffe, ihr habt das mitbekommen, ne? Diese Line mit Kind und so, die ich da. Das war echt eine harte Line, wirklich hart. Eklige Line auch. Ich hab mich gerade selber erwischt, ich war so genossen, Digga. Drogen für euch alle. Hat er aber geil gemacht. Ich muss sagen, der Einstieg ist schon sehr geil. Am Ende des Tages liefert er nun mal ab. Und das muss man leider auch sagen, wie es ist, ne? Er liefert ab. Einen Hit nach dem anderen. Der Distrik ist mega stark. We don't dare, ey, Digga. Was soll der, Digga? Kelleck. Schon lange. Was sagt ihr, Bratans? Ich hab Bock. Ich hab Bock, Bruder. Jetzt. Der Track war heftig. Geiler Beat. Geile Lines. War schon echt stabil. Gestern waren's Arabas. Danach Panzerglas. Dann Spiegel-TV-Kameras. Und heute sind's wieder Arabas. Ich hab ne Schafe. Sag mir was aus Dubai. Ich hätte gleich sagen können, Schutzhahn ist günstiger als Dubai. Ah, okay. Capital kommt hier in das Game oder in den Track mit einem nicen Wortspiel. Das heißt, ich und Tote rauchen, was du gerade hörst, gibst du an die Cops weiter. Fick der Produzenten und Ghost weiter, ich koks weiter. Rolle im Bugatti. Don't do drugs. Bugatti, auf Fabiat und Benz. Okay, na, das hört sich mächtig an, Real Talk. Das hört sich mächtig an. Voller Para. Ah, das ist die Line. Jetzt hört genau zu, Digga. Ich bin Joker, ich nehm Batman auseinander. Bushido, sag mir, wie oft hörst du denn am Tag? Du hast mir nichts zu sagen, denn du bist nicht mein Vater. Samra. Bruder, ey, Digga. Geil. Es ist tatsächlich so, er geht drauf ein. Jetzt, ganz ehrlich, jetzt kann man sagen, das ist die Antwort auf, also Runde 1. Das ist die Antwort. Mein Gott. Ja, man spekuliert ja auch, dass eine Fortsetzung kommt, ne? Ich weiß es nicht genau, Digga. Ich habe aber ein paar kleine Theorien dazu auf TikTok gesehen. Aber ich finde das irgendwie gar nicht mehr. Schreibt eure Meinung nochmal zu dem Diss-Track von Capital in die Kommentare und schreibt auch, wie ihr Bushido seinen Diss-Track fandet. Also wer für euch gewonnen hat, schreibt es mal auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Sehr korrekt auf jeden Fall von Capi, dass er uns auch mit reingenommen hat. Oh, süß, Digga. Wir waren natürlich neutral, ne? Ohne Spaß. Was uns unterscheidet von vielen Reaction-YouTubern ist, wir sind halt immer ehrlich. So. Wir wollen nicht bei Leuten unbedingt im Mund nehmen, damit wir in Stories gepostet werden oder so. Es gibt ja Leute, die reagieren bewusst nur positiv auf Leute, damit die gepostet werden oder vielleicht auch irgendwas mit denen machen und so. Aber uns ist das wirklich richtig Wayne, Digga. So. Wenn dir unsere Reaction nicht gefällt, dann tut's mir leid, Bro. Wir haben auch schon so viel Hate bekommen, weil wir gesagt haben, der Song gefällt uns nicht, der ist richtig wack und so. Aber uns ist das egal, Jungs. Und so ist das bei uns. Wir sind ehrliche Reactor, nicht so fake wie 90% der anderen Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.
don't know.